einfach! Vorsicht! Entlüftungsöffnungen! Es wäre ratsam zu fliehen, Ryder. Ich weiß, Sam! Das ist zu weit für einen Sprung. Haben Sie noch eine Brücke in petto? Stellt Verbindung zur Oberfläche her. Mach schon! Gewölbe Neustart abgeschlossen. Das war ganz schön hektisch. Was war dieses Feld? Es hat vielleicht das Gewölbe gereinigt oder uns gejagt. Eine Immunreaktion? Eine letzte Säuberung vor dem Neustart? Dieser Ort steckt voller Überraschungen. Ein Wettlauf mit dem Tod. Aber nichts gegen die Reaktivierung eines riesigen Gewölbes. Atmosphärenwandler ist online. Ich stelle die letzte Konsolenaktivität wieder her. Ist das der Helios-Cluster? Ja. Da sind wir. Das ist Eos. Wow. Hat der Systemstart das bewirkt? Wenn wir dieses Licht sind, könnten all diese Punkte inaktive Gewölbe auf anderen Welten sein. Möglich, aber warum gibt es ein ganzes Netzwerk? Wozu dienen sie? Solange es uns ihre Erbauer nicht selbst erklären, können wir nur spekulieren. Wir haben Bots gesehen, lebende Pflanzen, Atmosphärenwandler. Irgendein Unternehmen zu Hause hat mal einen Eiskometen auf eine Wüstenwelt stürzen lassen, um Regen zu erzeugen. Und Leben zu ermöglichen. Vielleicht war der erste Wandler, den wir gesehen haben, ja nur defekt. War das der Plan dieser Erbauer? Welten bewohnbar zu machen? Einen ganzen Cluster zu terraformen? Hey, sehen Sie mal. Das ist anders. Ist es vielleicht aktiv? Wir müssen dorthin. Sam? Extrapolation läuft. Diese Koordinaten liegen jenseits des uns bekannten Raums. Markier sie auf den Karten. Wir müssen mehr wissen. Gehen wir an die Oberfläche. Ich brauche frische Luft.
Was für ein Himmel. Was? Kein Atmosphärenwandler arbeitet so schnell. Wenn dieser Effekt charakteristisch ist, werden sich die Luft- und Feuchtigkeitswerte erheblich verbessern, Pathfinder. EOS könnte erschlossen werden. Wir können Fuß fassen. Mehr brauchen wir nicht. Nur einen Anfang. Diese Relikttechnologie könnte unser Überleben sichern, falls wir sie kontrollieren können. Das schaffen wir schon. Ein Handbuch könnte trotzdem nicht schaden. Wir haben eine Spur. Sam hat sie auf den Karten markiert. Dieser Ort ist definitiv aktiv. Wer weiß, was wir dort finden werden. Wir? Sie wollen mit uns kommen? Ich will wissen, wie die Relikte ticken. Und Sie haben den Schlüssel zu Ihrer Technologie. Oder eine Brechstange. Willkommen an Bord. Wir besorgen Ihnen einen schicken Jobtitel für Ihre Koje. Ich brauche nur eine Truhe. Datenpad, Zahnbürste, saubere Unterwäsche, das reicht mir. Wir sehen uns später. Das wird bestimmt interessant. Und jetzt zu unserem neuen Außenposten. Sie haben bereits einen idealen Standort gefunden. Der NAV-Punkt ist vermerkt. Ich informiere die Tempest. Die Nexus kann es kaum noch erwarten, Ryder. Die Kolonisierungsschiffe sind unterwegs und bereit für den Einsatz. Okay, machen wir es wahr. Der Anblick dieser Kettenmaschinen gefällt mir überhaupt nicht.
vorne sind Kit. Sie scheinen gegen einen Kroganer zu kämpfen. Ist das Drag? Sie brauchen einen neuen Unterzieher, Cora. Die Farbe passt nicht. Wie bitte? Die Farbe. Dieses Modell wurde in einer Doku über den Erstkontaktkrieg gezeigt. Und ExoRite hat die Produktlinie umgefärbt, damit sie dazu passt. Aber sie haben als Referenz dafür das Plakat benutzt. Damit der Farbton wirklich stimmt, muss er heller sein. Ich wähle meine Ausrüstung nicht auf der Basis fiktionaler Landungsschiff-Rettungsmissionen aus. Ich habe nicht gesagt, in welcher Szene das vorkommt. Mein Angebot steht. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Gehen wir's an!
vorne sind Cat. Sie scheinen gegen einen Kroganer zu kämpfen. Ist das Drag? Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Achtung, Granate! Ryder, wird ja auch Zeit, dass Sie sich auf der Party blicken lassen. Können Sie laut sagen. Sie wissen sich zu wehren, Kleine. Und ich habe gehört, Ihnen hätten wir es auch zu verdanken, dass der Himmel sich aufgeklärt hat. Ich hatte Sie völlig falsch eingeschätzt. Sie sind auch nicht übel, alter Mann. Vielleicht sollten wir doch zusammenarbeiten. Der Kampf war ziemlich gut, aber Sie sind trotzdem von der Nexus und so grün hinter den Ohren wie ein Drell. Trotzdem sagt mir irgendwas, dass Sie Potenzial haben. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Ich bin dabei. Zeigen Sie mir nur, in welcher Richtung Ihr Schiff ist und versuchen Sie, Schritt zu halten. Das wird fantastisch. Lebenserhaltung. Hier werden wir unseren neuen Außenposten errichten. Ein echter Anfang. Bereite Errichtungsbefehl vor. Sie müssen festlegen, welche Aufgabe dieser neue Außenposten erfüllen soll. Hat die Nexus dabei kein Mitspracherecht? Die Ressourcenknappheit ist kritisch. Laut Protokoll fällt diese Entscheidung nur der Pathfinder. Mit den aktuellen Vorräten könnten Sie einen Militäraußenposten errichten, der sich auf Verteidigung und die Ausbildung der Miliz konzentriert. Alternativ wäre ein wissenschaftlicher Außenposten möglich, der die Forschung der Initiative vorantreibt. Was sagen Sie dazu? Militär oder Wissenschaft? Der Pathfinder entscheidet. Aber Forschung ist sinnlos, wenn wir tot sind. Militär. Wissenschaft, keine Frage. Unsere Kolonisten müssen ihr Zuhause verstehen. Beachten Sie, dass der erste Außenposten, den ein Pathfinder errichtet, in sich selbst eine Botschaft transportiert. Ob gerechtfertigt oder nicht, Ihre Entscheidung repräsentiert die Initiative und Ihre Pläne in Andromeda. Wählen Sie mit Bedacht. Forschung und Entdeckung sollen Vorrang haben.
Das ist unser Fundament und unsere Zukunft. Befehle vorbereitet. Bereit auf Ihr Signal. Andromeda-Initiative, hier spricht Ryder, der Pathfinder. EOS ist bereit für die Erschließung. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Und mehr als bereit. August Bradley, Einsatzleiter dieses Blocks. Und jetzt wohl Bürgermeister. Wir sind bereit, Ihre Arbeit fortzuführen. Es war die Arbeit vieler. Ohne Sie wären wir nie so weit gekommen. Das weiß ich. Prodromos. So nennen wir ihn. Sie sind so engagiert. Das hat uns gefehlt. EOS ist bei weitem keine goldene Welt. Aber es ist ein erster, guter Schritt. Für Sie haben Sie ein Wunder vollbracht. Die Nexus. Ich hatte Sie gewarnt. Hoffnung schien verantwortungslos. Aber ich lag falsch, Pathfinder. Was ziehen Sie hier ab? Ist es plötzlich vorteilhaft, meine Freundin zu sein? Ja, vermutlich. Ryder, Sie haben uns Zeit verschafft, aber ein Außenposten auf einem ziemlich hoffnungslosen Planeten löst unser Hungerproblem nicht. Haben Sie schon eine weitere Spur? Den Nav-Punkt aus dem Gewölbe. Jetzt wird es kompliziert. Die anderen sind bereit, ihre Bestrebungen zu genehmigen, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Wir alle wollen, dass die Initiative ihr Ziel erreicht. Über das Wie sind wir uns allerdings uneins. Sehen Sie sich einfach vor. In der Pathfinder-Ausbildung lernt man, Leute zu durchschauen. Auch Politiker? Reden Sie mit Bradley. Später sprechen wir dann über die erweiterten Aufgaben eines Pathfinders. Bis dahin erwartet Sie Tan auf der Nexus.
Ich hoffe sehr, dass diesen Wissenschaftlern hier draußen nichts zustößt. Wir sind hier, um zu forschen und zu lernen. Das ist es, was uns ausmacht. Ich frage mich, was sich unsere Wissenschaftler für EOS einfallen lassen werden. Noch ein eidetischer Auslöser, Sam? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Bürgermeister Bradley. Pathfinder, schön, Sie zu sehen. Dank Ihnen stecken wir bis zum Hals in Arbeit. Es ist zwar ein bisschen staubig, aber daran gewöhnen wir uns schon noch. Wenn es um das eigene Zuhause geht, ist es das wert. Wir sollten den Leuten nicht zu viel zumuten. Es war schon hart genug, überhaupt so weit zu kommen. Niemand musste angetrieben werden, um das zu erschaffen, was Sie hier sehen. Die Leute sind einfach bereit. Erledigen Sie einfach, was auch immer Sie auf der Nexus zu erledigen haben. Auf EOS wird es später noch genug zu tun geben. Einige Schlüsselpositionen. Connor, Nachschub. Ramirez, medizinische Versorgung. Abrams, Wissenschaft. Fawkes, Technik. Dank Ihnen und meinem Verwalter werden wir nicht wie Anlage 1 und 2 enden. Die ersten beiden Außenposten hatten nicht den Hauch einer Chance. Das war jedem vor Ort klar. Ich habe das Briefing gelesen und ich sorge schon dafür, dass jeder einzelne von uns wachsam bleibt. Sie, Pathfinder, haben diesen Planeten verändert, aber deshalb ist es hier noch lange nicht leicht. Was unsere Vorgänger erreicht haben, wird uns enorm weiterhelfen. Sie waren gute Leute, jeder einzelne von ihnen. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mit jedem von ihnen zu scheitern. Ich habe diese Spur zwar noch nicht zu Ende verfolgt, aber nicht alle von ihnen sind sofort gestorben. Ja, ich habe davon gehört, dass es vereinzelte Evakuierungen gab. Falls es einige von ihnen nochmal versuchen wollen, sind sie mir herzlich willkommen. Oh, und Pathfinder? Die hier ist für Sie. Unsere Flagge. Hängen Sie sie irgendwo auf, wo sie jeder auf der Nexus sehen kann. Sie hat den Boden unseres ersten Außenpostens in Andromeda berührt. Zeigen Sie ihnen, dass unser Traum wahr geworden ist. Kehren Sie auf die Nexus zurück und kommen Sie irgendwann später wieder, Pathfinder. Dann wird in Prodromos bestimmt mehr los sein. Pathfinder.
Ich habe gehört, wir verdanken Ihnen unseren Atmosphärenwandler, der nebenbei gesagt sämtliche Gesetze der Physik auf den Kopf stellt. Ja, das geht wohl auf meine Kappe. Ich bin Ryder. Hanley Abrams, wissenschaftliche Leiterin auf EOS und Autorin von Abhandlungen, die mit »Was ist nur mit diesem Wetter los?« beginnen. Aber eine neue Galaxie, eine neue Welt und ein echter Neuanfang. Ich muss Schritt halten. Was kann ich für Sie tun? Woran forschen Sie gerade? An den wissenschaftlichen Grundlagen. Boden, Wasser, Atmosphäre und natürlich an der Relikttechnologie. Wir müssen sie verstehen, um hier zu überleben. Die Aktivierung dieses Gewölbes hat den Planeten verändert. Besteht irgendein Grund zur Sorge? Schwer zu sagen. Wir haben es mit einer uns vollkommen unbekannten, weltverändernden Technologie zu tun, aber ich hoffe nicht. Fakt ist, es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Stürme zurückkehren könnten. Und ich weiß ja, an wen ich mich bei Fragen zur Relikttechnologie wenden kann. Was denken Sie über Lieutenant Bradley? Er ist unglaublich entschlossen. Und er glaubt fest daran, dass wir es schaffen werden. Bradley würde diesen Außenposten zur Not auch alleine stemmen. Aber wir sorgen schon dafür, dass das nicht nötig sein wird. Warum sind Sie nach Andromeda gekommen? Zu Hause habe ich in einem kleinen Labor Reagenzgläser gefüllt. Alle kannten mich als Stefan. Aber der war ich nie. Ich wusste, was ich konnte und ich wusste, wer ich sein wollte, um es zu tun. Hanley Abrams, Andromeda-Forscherin. Das bin ich. Es fühlt sich gut an und richtig. Wieso haben Sie sich Hanley genannt? Das sind die Anfangsbuchstaben all meiner Lieblingsorte zu Hause. Mein Verlobter hat mir vor unserem Aufbruch geholfen, diesen Namen auszuwählen. Und wenn die Zeit gekommen ist, hoffe ich, dass Bradley uns traut. Ich muss gehen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Ah, Pathfinder. Dürfte ich Sie um Ihre Meinung bitten? Ich überlege mir gerade, was wir unterrichten sollten, wenn wir unsere erste Schule eröffnen. Einige Leute sind der Meinung, wir sollten auf die Geschichte der Milchstraße verzichten. Sie ist jetzt offenbar belanglos. Diese Geschichte hat uns alle geprägt. Unsere Kinder verdienen es zu erfahren, wie und warum. Das sehe ich auch so. Vielleicht können Sie ja einige zum Umdenken bringen. Auf jeden Fall danke, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben.
Pathfinder. Pathfinder, Verwalter Evan Bell Scott. Ich löse Probleme, damit Sie es nicht tun müssen. Oder vielmehr, damit Bradley es nicht tun muss. Ich habe mich außerdem mit Ihrem Cat-Experten abgestimmt. Er wollte, dass ich Sie daran erinnere, ihn aufzusuchen. Ich hatte Prodromos keinen Cat-Experten zugewiesen. Dann besitzt er eine beeindruckende Eigenmotivation. Hier ist jedenfalls der NAV-Punkt. Genauigkeit ist wichtig. Wie kamen Sie zur Initiative? Wie so viele war auch ich verloren und suchte nach einem Ziel. Das klingt tiefsinniger, als es sich damals anfühlte. Ich war ein unerträglicher Arsch. Die Ausbildung für die Reise war vermutlich genug, um mich davon zu kurieren. Aber ich habe die Dinge schon immer zu weit getrieben. Ich wusste nie, wie ich verhindere, dass sich die Leute von mir entfremden. Bis ich selbst der Fremde war. Das Alien. Ha, sehen Sie? Ich bin immer noch unerträglich. Es klingt, als hätten Sie interessante Verhältnisse zurückgelassen. Ich vermisse meine Familie. Und vielleicht vermisst sie mich auch. Aber deshalb würde ich nicht wieder zurückgehen. Selbst wenn es möglich wäre. Ich mag, was ich hinter mir gelassen habe. Vor allem, weil ich es hinter mir gelassen habe. Verstehen Sie, was ich meine? Ich weiß nicht recht. Ich mochte mein Leben. Es waren andere Dinge, die uns hierher geführt haben. Bei mir nicht. Mein Blick war schon immer auf weit entfernte Sterne gerichtet. Von welchem Planeten stammen Sie? Dem hellblauen Punkt, der guten alten, langweiligen Erde. Ich vermisse den Geruch nasser Hunde nach der ersten Schneeschmelze. Warum auch immer. Was ist mit Ihnen? Vermissen Sie irgendetwas? Ich vermisse die Zeit auf der Couch, bevor ein Film geladen war. Man hat eine romantische Komödie ausgewählt und je nach Größe des Planeten so lange im Dunkeln gewartet, bis sie schließlich gestreamt wurde. Das klingt nach einem netten Popcorn-Abend, Pathfinder. Reden wir ein andermal weiter, ja? Natürlich. August sagte schon, Sie würden vielleicht vorbeischauen. Ryder, nicht wahr? Ich bin Dr. Ramirez. Ich betreibe die Klinik hier auf Eos. Es ist ein viel besseres Leben, als ein Arzt bei der Allianz zu sein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mich auch.
Und ich nehme mal an, Sie sind nicht wegen eines Gesundheitschecks hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Wieso haben Sie sich der Andromeda-Initiative angeschlossen? Ich habe früher als Arzt in der Allianz gedient, aber sagen wir einfach, ich habe einen Raubzug batarianischer Sklavenhändler zu viel erlebt. Ich war schon damals mit August, mit Bradley, befreundet. Und als er sich bei der Initiative verpflichtet hat, meinte er, ich solle es mir doch auch überlegen. Es war einfach Zeit für einen Neuanfang. Wie läuft es in Ihrer Klinik? Relativ ruhig. Ich untersuche die neuen Kolonisten. Und wir hatten ein paar Fälle von Dehydrierung und Sonnenblindheit, aber nichts Ernstes. Was halten Sie von Bradley? Ich kenne ihn schon seit Jahren. Ich war Sanitäter in seinem Trupp, als er verletzt wurde. Und wir sind auch nach seiner Entlassung weiter in Kontakt geblieben. Er ist ein kluger Mann, ein guter Lieutenant, aber ein noch besserer Bürgermeister. Und es nervt ihn, wenn ich ihn August nenne. Also beschränke ich mich darauf, es, naja, nicht mehr als 2 oder 3 Mal am Tag zu machen. Wie ist es, in unserem ersten erfolgreichen Außenposten zu leben? Wir stehen zwar noch am Anfang, aber es sieht vielversprechend aus. Jeder trägt seinen Teil bei und jeder ist wichtig. Wir wissen, wir werden es schaffen. Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Am besten unverletzt.